Nun befinden wir uns tatsächlich schon in Part 70 und im Gefängnis von A2 City bei Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic und ihn hier. Ihn müssen wir verteidigen, Sunri, ein alter Held der Republik, der angeblich eine Sith-Kriegerin heimtückisch ermordet hat, was wir natürlich nicht glauben. Und wir werden jetzt mal mit Sunri sprechen. Wir haben im letzten Part seine Frau vor der Tür gesehen, Elora, und die wollte den Jolly Bindo, unseren Freund, sprechen, aber wir sprechen jetzt mal mit Sunri. Und wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Eure Frau bat mich, euch aufzusuchen. Ich gehöre zu den Freunden Jolly Bindos. Jolly, was macht der denn hier auf meiner Hand? Na egal, ich bin froh, dass er hier ist. Ihr wollt mich also aus dem Knast holen. Ich fürchte nur, dass wir nicht weit kommen. Ich habe die Rolle des Schlichters in eurem Fall übernommen. Tja, wenn ihr mein Schiedsmann seid, wollt ihr vermutlich wissen, was passiert ist. Ich fange am besten von vorne an. Gute Idee. Das Ganze ist eine Verschwörung. Alle Beweise sprechen dafür. Dachte ich jedenfalls. Tja, aber die Selkars sehen das offensichtlich anders. Es gibt keine Zeugen und gegen mich sprechen nur Indizien. Und die sind gefälscht. Okay, gingen Sie nochmal die Beweise durch? Ja, ich war in dieser Nacht im Hotel und ich habe mich dort mit Elassa getroffen. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich habe für den Geheimdienst der Republik gearbeitet und die Sith mit Informationen versorgt. Gleichzeitig sollte ich Elassa abwerben. Alles lief gut, bis sie plötzlich ermordet wurde. Vielleicht haben die Sith gemerkt, dass ich sie abwerben wollte. Aber bleiben wir doch einfach bei den Fakten. Elassa wurde brutal ermordet. Sie war eine kampferprobte Sith. Ich bin nur ein alter Krüppel. Ich humple und habe Probleme, etwas festzuhalten. Seht ihr, wie meine Hände zittern? Wie sollte ich im Nahkampf eine Sith-Kriegerin überwältigen? Zweitens, angeblich haben sie mein Heldenkreuz am Tatort gefunden. Warum sollte ich meinen Orden zurücklassen? So dumm bin nicht einmal ich. Offenbar haben die Sith das Kreuz dort versteckt. Und warum gibt es keine forensischen Beweise? Haut- und Haarproben, Kleidungsfasern? Weil die mich reingelegt haben. Deshalb, erkennt ihr denn nicht, wie die Sith die Selkath und vermutlich auch euch manipulieren? Wir müssen meine Unschuld beweisen, und zwar so schnell wie möglich. Kann ich sonst noch was für euch tun? Mein Schiedsmann soll gut auf den Prozess vorbereitet sein. Hey, Sunri, wir sind auf deiner Seite, wir glauben dir. Ich muss nochmal den Fall weiter untersuchen. Habt ihr Vorschläge, wo ich beginnen könnte? Ich schlage vor, dass ihr die Zeugen am Tatort befragt. Das haben die Selkars zwar schon getan, aber die Fischleute sind bei den Fremden hier nicht gerade beliebt. Vielleicht hat einer von ihnen etwas verschwiegen. Ich denke, es wäre besser, wenn ihr die Sith selbst unter die Lupe nehmt. Vielleicht könnt ihr beweisen, dass sie das Heldenkreuz am Tatort versteckt haben. Allerdings müsst ihr dazu irgendwie in ihre Botschaft kommen. Kann ich sonst noch was für euch tun? Mein Schiedsmann soll gut auf den Prozess vorbereitet sein. Wieder in die Sith-Botschaft zurück. Uiuiui. Es gibt da noch ein paar Dinge, die wir klären müssen. Stellt eure Fragen. Ich habe nichts zu verbergen. Die Richter sagen, ihr seid geflohen, nachdem der Schuss gefeuert worden war. Woher wollen die das wissen? Die waren doch gar nicht dabei. Einige Zeugen behaupten das auch. Aber ich schwöre euch, dass sie noch lebte, als ich ging. Vielleicht haben die Sith die Leute unter Druck gesetzt, damit sie mich belasten. Wundern würde mich das nicht. Die sind schon seit dem Krieg hinter mir her. Sprecht mit den Zeugen. Vielleicht geben sie zu, dass sie von den Sith erpresst wurden. Okay, ich muss jetzt gehen. Okay. Ich nehme an, dass ihr vor dem Prozess noch einiges erledigen müsst. Wenn ihr genug Beweise für meine Unschuld habt, sagt dem Aufseher, dass wir bereit sind. Je früher ich aus dieser Zelle komme, desto besser. Das glaube ich dir, dass du das so siehst, Sunri. Gut, dann... Laura, können wir mit dir nochmal sprechen? Bitte bringt Juli hierher, damit ich mit ihm über meinen Mann sprechen kann. Sunris Leben steht auf dem Spiel. Gut, okay, also der Juli ist eine ganz wichtige Person. Jetzt ist natürlich nur die Frage... Und? Sind wir im Geschäft? Das ist eine Menge Geld. Gibt es da etwas, das ihr mir nicht sagt?
Sei nicht so misstrauisch. Die Republik ist großzügig. Wir bezahlen unsere Söldner sehr gut. Das klingt sinnvoll. Gut. Ich bin dabei. Wann geht es los? Komm einfach morgen zur republikanischen Botschaft und rede mit dem Botschafter. Er hat bestimmt einen kleinen Auftrag für dich. Okay. Republikanischer Unterhändler? Was ist denn? Ich bin jetzt ziemlich beschäftigt. Ich muss möglichst viele Söldner rekrutieren, bevor sie sich den Sith anschließen. Warum heuert ihr Söldner an? Falls du es noch nicht weißt, wir sind im Krieg. Wenn wir die Söldner nicht rekrutieren, tun es die Sith. Und jetzt entschuldige mich, ich habe zu tun. Okay, du bist unhöflich wie ein Sith übrigens. Okay. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie zur Ebenhawk zurück. Westlicher Innenhof. Na, da gehe ich mal noch nicht hin. Ich glaube nämlich, ich muss nach Osten, um zum Hangar zu kommen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Nico war's. Ich wittere da gerade eine neue Nebenmission. Nilko, Entschuldigung. Ja, ziemlich. Ist ein wahres Wunder, dass ich hier schauen darf. Naja, ich habe schon beeindruckendere Dinge gesehen. Ihr seid wesentlich freundlicher als die meisten anderen Selkar hier auf dem Planeten. Genug freundliches Gerede. Was wollt ihr, Nilko? Ich sag mal erstens. Wovon redet ihr? Helft mir, Nyata Gamas, ihr seid meine letzte Hoffnung. Was soll ich tun? Das ist eine gute Frage, weil wir gerade eben den einen da gesehen haben, der einen angeworben hat. Vergesst es, ich werde doch nicht die Republik ausspüren. Warum benötigt ihr mich dafür? Ich bin es nicht gewohnt, die Republik auszuspionieren. Aber wenn wir den Selkaf damit beweisen können, dass diese Aktionen keine Gefahr darstellen, sollten wir es versuchen. Ich sehe das wie Karf, ganz ehrlich. Angemessene Bezahlung, nein, eigentlich wollen wir gar kein Geld. Ich kümmere mich darum, Niklos. Alles klar. Was bist denn du für einer? Irodianischer Söldner. Mandalorianischer Söldner.
die Sith sind eine Geißel für die ganze Galaxie. Aber auf welchen Seite ich stehe, geht nur mich das an. Und genau so. Drittens sage ich natürlich nicht. Ich sag mal erstens. Wovon redet ihr? Republikanische Söldner verschwinden, Selkath-Kinder verschwinden. Ihr möchtet, dass ich untersuche, was mit dem Verschwinden von Selkath auf sich hat? Ich werde diese mysteriöse Verschwinden aufklären, Shailas. Wieder neuer Tagebucheintrag. Ich unterhalte mich nicht mit Freunden der Republik. Habt ihr verstanden? Alles klar. Duan ist auch eine Sith. Die ist mir beim Gespräch mit dem hier schon aufgefallen. Barkeeper kann ich nicht reden. Der sieht auch ein bisschen komisch aus. Ach so, hier geht's gar nicht durch. Okay, dann rede ich mal mit dir. Jetzt hört mal zu, Lady. Wir Sith sind nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Lasst mich also einfach meinen Drink in Ruhe genießen. Okay, dann trinke mal. Gut, dann sind wir hier wohl fertig. Ich dachte ehrlich gesagt, hier geht's in den anderen Stadtteil. Dann geht's wohl hier in den anderen Stadtteil. Wir müssen irgendwie diesen Weg zur Ebenhorn zurückfinden, Leute. Und natürlich zum Hotel. Ah, hier, westliches Zentrum. Ich glaube, da sind wir richtig. Die Karte haben wir nämlich auch schon. Nach Aethos City Ost. Hafenverwalter. Zum Landungsdeck, genau. Wir gehen jetzt mal los, oder ziehen los. Hallo, Selkath. Und holen den Jolie. Damit er mit Elora sprechen kann. So. Sicherheitsdruide. Jawohl. Ah, das war dieser komische Vulka. Nee. Der will bloß Pasak spielen. So. Boah, ganz schön weite Strecken, die wir da zurücklegen müssen. Landungsdeck. Du musst deine Kameraden einsammeln, bevor du weitergehst. Okay. Ah. Hallo Karf, auch schon da. So. Wo war nochmal unser Landungsdeck, ganz ehrlich?
ihr, oder? Ebenhawk, ja. Giovanni, ja. Okay. Da muss doch noch irgendwo ein Händler sein, wo ich... Händler? Wo ich ein paar Midi-Packs kaufen kann. Ja, kaufen. Midi. Da habe ich noch 19, naja. Kaufen wir mal noch ein paar. Ich weiß nicht genau, wie viel ich habe. Ach, jetzt habe ich Reparaturkits gekauft oder was? Na. Ja, okay. So, Reparaturkits kann man vielleicht auch gebrauchen oder weiterverkaufen. Hallo, Sicherheitsdruide. Ebenhawk! Und dein Finger, Sultanirus, Tiburodus Angelus. Aha. Okay, wir sind jetzt hier quasi wieder frei. Wo komme ich denn jetzt zur Geschichte, wo ich mit die Crew austauschen kann? Oh, das ist mal ein Anblick, Leute. Aha. Ich denke mal, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Einmal ums Schiff rum. Jetzt aber. So. Und wir gehen wieder. Und diesmal nehme ich mit den Julie natürlich. Und soll ich Mission oder Bastila nehmen? Bastila, der Name ist mir im letzten Part nicht mehr eingefallen. Ich nehme Bastila mit. Das ist eine Jedi-Angelegenheit, würde ich mal meinen. So, Julie, wir müssen mit dir zu Elora zurück. Weiten Weg zu Elora. Und wir gucken dann mal, was sie so zu sagen hat. Ich hoffe, das schaffen wir in dem Part noch. Oh, Bastila scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Vielleicht will sie darüber reden. Mit Bastila sprechen. Wie kann ich helfen? Ihr seht aus, als wolltet ihr etwas sagen. Ja, ich habe nur überlegt, wie ich es am besten sagen soll. Aber vielleicht sollte ich einfach ganz offen sprechen. Jupp. Es ist nämlich so, dass ich auf euch angewiesen bin. Nicht nur was diese Mission angeht, sondern auch was mich selbst angeht. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wie meinst du das? Ist das ein Kompliment von euch? Das klingt, als wäre es das sehr schmerzhaft für euch. Ich sag mal Ersteres. Ja, aber so überraschend ist das doch nicht. Das ist ein Scherz, ja? Mir schien, dass es euch schwer über die Lippen kam. Nummer zwei. Ach ja? Ich wollte ehrlich sein. Ich war vielleicht zu kritisch euch gegenüber. Habe vielleicht manchmal zu viel von euch verlangt. Ich danke euch. Die Geste ist willkommen. Ihr seid vielleicht zu kritisch gewesen? Das reicht nicht, tut mir leid. Nein, ich sag Nummer eins. Ich bin zuweilen etwas wortkarg, das stimmt. Ich habe euch doch über die dunkle Seite und alles, was damit zusammenhängt, ausführlich unterrichtet. Ich habe eine jahrelange Ausbildung hinter mir, immer verfolgt von meinen Lehrern. Die wurden nicht müde zu betonen, wie talentiert und wichtig ich doch sei. Ich war es irgendwann leid. Als ich jung war, schwor ich, nie so spießig zu werden und ewig mit sich selbst beschäftigt zu sein wie meine Jedi-Meister. Ironie, nicht wahr? Ja, vergesst nicht aufbrausend, kritisch, kritiksüchtig und geheimniskrämerisch. Unsinn, ihr seid doch gar nicht in euch gekehrt und langweilig. Vielleicht, aber es gibt keinen Grund, so zu sein. Ich sag zweitens. Nett, dass ihr das sagt, aber ich weiß, dass es nicht ganz richtig ist. Ich kontrolliere die Leute, um sie stets in Reichweite zu haben. Selbst jene, die eigentlich mein Verständnis und mein Mitgefühl verdient hätten. So wie ihr. Aber vielleicht sollten wir das ändern. Ihr solltet wissen, wie sehr ich euch schätze und respektiere. Ich dachte, ich sollte es euch sagen. Es freut mich, dass ihr das getan habt. Gut, ihr habt alles gesagt, was ihr zu sagen wolltet. Lasst mich einfach in Ruhe für immer. Nein, Nummer eins, ganz wichtig. Nun, es war fast so schwierig, wie ich dachte. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich fühle mich jetzt viel besser. Aber kommen wir nun wieder zu wichtigeren Dingen. Wir sollten uns wieder unserer Mission zuwenden. Ja, und danke, Bastila, dass du uns das gesagt hast. Das hat uns schon was bedeutet. Bastila hat sich entschuldigt und zugegeben, dass sie dich als Person und als Jedi bewundert und respektiert. Es wird sich zeigen, ob dies etwas zwischen euch ändert. Bestimmt. Gut, Leute, dann würde ich das aber vorschlagen, dass
wir, oder dass ich mich jetzt hier offscreen zu Elora begegne, damit ihr den ganzen Weg nicht nochmal machen müsst. Und dort sehen wir uns dann am Anfang vom nächsten Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Bis dann. Ciao.